Sehr verehrter Herr Präsident Kramer, sehr verehrter Herr Schmitz-Schwarzkopf, Sie sind nicht Präsident, aber Sie sollten das sein. Lieber Steffen Kampeter, uns haben viele Wege zusammen. Sie müssen da zur Seite, weil ich muss ihn jetzt sehen, weil ich möchte ihn ausnahmsweise loben. Er hat so oft Laudationes auf mich halten müssen, dass ich wirklich sehr froh bin, auch auf deinen Wunsch hin hier gewesen zu sein. Und ich bin auch froh, dass Sie daran erinnert haben, dass ich Schwarzkopf-Stiftungspreisträger bin. Ich habe das sehr genossen, das zum zweiten Mal zu hören, was Sie hier vorgetragen haben. Das war aber vor langer Zeit. Ob das dem immer noch so ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe von den Veranstaltern den Auftrag gekriegt, mich auf 20 Minuten zu beschränken. Das finde ich so lala. Weil 20 Minuten, das ist normalerweise die Zeit, die ich für den ersten Teil meiner Einführung brauche, wenn ich eine Rede halte. Weil Sie aber sehr bewusst meine Redegewohnheiten nicht zur Kenntnis nehmen wollten, kann ich jetzt keine Rede halten, sondern darf nur eine Einführungsplauderei über europäische Dinge hier abliefern. Und deshalb möchte ich sofort zur Sache kommen, nicht ohne gesagt zu haben, dass ich froh bin, heute Abend hier zu sein. Das sagt man immer. Es stimmt meistens nicht. Aber heute Abend stimmt das wegen Steffen, wegen auch Ihrer Anwesenheit, weil es hört man mich. Weil normalerweise sagen meine Mitarbeiter, ich soll ins Mikrofon sprechen und dann würde mich man auch besser verstehen. Ich bin froh, heute Abend hier zu sein und ich beschränke mich auf das Wesentliche und nachher haben wir noch eine Podiumsdebatte oder wie immer das Ding heißt. Über Europa redet man normalerweise schlecht. Ich kann das auch. Ich weiß, was nicht geht in Europa. Und weil ich wusste, was in Europa nicht geht, habe ich mich auch bereit erklärt, Spitzenkandidat meiner Partei, der Europäischen Volkspartei, zur Europawahl zu werden, weil wenn ich den Eindruck gehabt hätte, alles wäre in Ordnung, dann wäre ich ruhig in meiner luxemburgischen Provinz sitzen geblieben und hätte mich nicht um europäische Dinge gekümmert. Weil aber die europäischen Dinge nicht alle in Ordnung waren, nicht alle linienmäßig verliefen, habe ich mich dazu aufgerafft, auch mit Freude, dies zu tun, weil ich habe Wahlkampf geführt, das war im März, April, Mai 2014 in fast allen europäischen Ländern und ich habe mich in diese Europäische Union, in diesen Kontinent irgendwo, auch wenn, ohne das überromantisieren zu wollen, wieder verliebt. Die europäische Landschaft hat das etwas Besonderes. Sie wechselt alle 150 Kilometer. Also man muss Luxemburg schon verlassen, um die Veränderungen der Landschaft zur Kenntnis nehmen zu können. Aber es passiert dauernd was in Europa. Die Landschaft hat besondere Prägungen. Die Menschen, die von ihren Landschaften geprägt werden, haben ihre Eigenarten. Und ich mag diesen Reichtum Europas eigentlich, weil wir sind alle Europäer, aber wir sind sehr verschieden und wissen übereinander eigentlich auch nicht genug. Was wissen die Bayern über Nordlappland? Nichts. Was wissen die Lappen über das Saarland? Weniger als die Luxemburger. Aber wir reden manchmal so, als ob wir ein Mitschmatsch wären, als ob wir uns nicht nur ähneln würden, sondern als ob wir quasi identisch wären. Das sind wir nicht und das macht den Charme dieser Europäischen Union und dieses Kontinentes aus. Über Europa redet man schlecht, das machen vor allem Kanzler und Ministerpräsidenten. Ich war 19 Jahre Ministerpräsident, ich weiß also, wovon ich rede. Und wir vergessen, das ist auch wichtig für jüngere Menschen. Wir sind ja die Älteren hier. Die erste Reihe ist ja mit Altersheim-Anwärtern bestückt. Ich inklusive, aber im Moment sitze ich nicht da, ich stehe hier als junger Mensch, strahlend. Wir wissen, wir verstehen es eigentlich nicht, über europäische Erfolge korrekt, tatsachenbezogen zu reden.
Mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Deutscher Soldat im Übrigen, weil Hitler in seiner kontinentalen Weisheit beschlossen hatte, dass alle Luxemburger der Jahrgänge 20 bis 27 in die Wehrmacht zwangsrekrutiert werden mussten. Ich habe zu Hause gelernt, nicht durch Gespräche, sondern durch Zuhören dessen, was mein Vater, seine Brüder, vier Brüder waren gemeinsam im Krieg, erzählt hat. Und die vier, alle verletzt aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen, haben gesagt, nie wieder, nie wieder. Es gehört zu den großen europäischen Erfolgen, dass wir es geschafft haben, nicht die Führer der Nationen, sondern die Nationen selbst dafür zu sorgen, dass Frieden eine Daueradresse in Europa hat. Und das vergisst man allzu oft und allzu sehr. Und das ist nicht das Verdienst Ihrer Generation oder meiner Generation, das ist das Verdienst der Kriegsgeneration. Die haben aus diesem ewigen Nachkriegsgebet, nie wieder Krieg, ein politisches Programm entworfen, das bis heute seine Wirkung zeigt. Und wir sollten dankbar sein für das, was uns hinterlassen wurde, anstatt ihn klein klein zu machen. Die haben Großes geleistet. Wir stehen auf den Schultern von Giganten und wir sind sehr, sehr klein, wenn wir uns mit diesen Menschen vergleichen. Zur europäischen Erfolgsgeschichte gehört auch, dass wir es geschafft haben, in den 90er Jahren war das, europäische Geschichte und europäische Geografie zusammenzuführen. Zum ersten Mal hat eine europäische kontinentweite Einigung, fast Verbrüderung stattgefunden, ohne Einsatz von Kriegswaffen, weil die Menschen auch hier in Berlin, vor allem hier in Berlin, entschieden hatte, nicht mehr Geschichte zu erleiden, sondern Geschichte zu gestalten. Und deshalb ist die Erweiterung der Europäischen Union, der Ost- und Mitteleuropa, wie ich finde, eine Erfolgsgeschichte, trotz aller Schwierigkeiten, die es gibt, besser zahlen als schießen. Ein Tag Krieg kostet mehr als der Jahreshaushalt der Europäischen Union. Und deshalb sollte man auch sich nicht, wie man das in Deutschland manchmal tut, darauf versteifen, darauf hinzuweisen, dass man Nettozahler in der Europäischen Union sind. Alle sind Nutznießer der Europäischen Union. Es gibt keine Nettozahler und keine Nettoempfänger. Alle empfangen netto etwas, was sie vorher über Jahrhunderte hinweg nicht kannten. Wir haben es geschafft, der Europäischen Union eine einheitliche Währung mit auf den Weg zu geben. Das hat ja niemand uns zugetraut, wir selber auch nicht, nicht nur deutsche Professoren haben daran gezweifelt, zweifelt immer noch. Der Zweifel ist die akademische Tugend Deutschlands. Aber es funktioniert. Nicht so, wie ich das mir vorgestellt hatte. Nicht so integral, nicht so komplett, nicht so total, wie ich dachte, dass es funktionieren müsste, aber es funktioniert. Wir haben den größten Binnenmarkt der Welt mit 500 Millionen Menschen. Wer hat das schon? Wissen wir überhaupt, was wir haben? Wissen wir überhaupt, was das bedeutet, dass es keine Grenzen mehr in Europa gibt? Weder für Handel, da gibt es noch einige, noch für Menschen, die reisen. Wir reisen quer durch Europa, finden das ja normal und applaudieren denen, die sagen, die nationalen Grenzen müssten wieder eingeführt werden. Wir sollten mal alle nationalen Grenzen für zwei Tage schließen, dann würde man mal merken, was das bedeutet, dass es wieder Grenzen gibt. Ich habe das noch erlebt, um hier auf den Altersunterschied aufmerksam zu machen. Ich bin von Luxemburg nach Trier, Deutschland, älteste Stadt Deutschlands, nur um den Geschichtsunkundigen das mal zu vermitteln. Und dann haben wir schmuggeln müssen. Meine Mutter hat ihren halben BH mit Unterhosen, mit Strümpfen versehen, damit die Luxemburgischen und die deutschen Zöllner dachten, sie hätte einen etwas größeren Busen als der Durchschnittsluxemburger, Luxemburgerin normalerweise hat. Also das sind Kleinigkeiten, aber es sind keine Kleinigkeiten. Das hat anderthalb Stunden Aufenthalt an der Grenze gekostet. Werfen Sie mal einen Blick nach Kroatien und Slowenien. Die Kroaten, die ja Außengrenze sind, weil sie noch nicht zum Schengen-Raum gehören, führen Grenzkontrollen durch. 5 Stunden steht ein Auto an der kroatisch-slowenischen Grenze.
Wir haben uns darum gekümmert, jetzt ist das auf 15 Minuten reduziert worden, sagt man mir, weil ich das gerne gehabt hätte. Ob dem so ist, weiß ich nicht, aber man wird es bald in Erfahrung bringen. Also die Tatsache, dass Europa, dieser zerklüftete Kontinent, dieser so oft sich selbst folternde Kontinent, es geschafft hat, Grenzen ins Abseits zu stellen, ist eine gewaltige Leistung, die es sonst wo in der Welt nicht zu beobachten gibt. Im Gegenteil, einige möchten wieder Grenzzäune, Grenzmauern, Abgrenzungen an ihrer eigenen Grenze durchführen. Dies ist nicht der Weg, der in die Zukunft führen kann. Aber wir dürfen uns nicht bei der Begründung dessen, was für Europa plädiert, auf das beschränken, was Vergangenheit ist, obwohl diese Vergangenheit sehr schnell sich wieder zurückmelden kann. Schauen Sie in die sofortige, direkte Peripherie der Europäischen Union, Ukraine etc. So weit weg sind Kriegshandlungen nicht. Es gibt 60 Kriege in der Welt, keiner davon auf dem europäischen Kontinent, aber in seiner direkten, sofortigen Nähe. Fruchtbar ist der Schoß noch. Man muss sehr darauf achten. Junge Menschen, von denen man mir dauernd sagt, sie wären für Europa nicht zu begeistern, was ich teilweise verstehen kann, kann man nicht dadurch für Europa gewinnen, dass man Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Die Zukunft ist wichtig. Was ist die Zukunft, die europäische? Wir kommentieren ja alles, was in der Welt stattfindet. Wir erteilen Lektionen, erklären allen Afrikanern, Asiaten, wie Staaten geführt werden müssten und vergessen dabei den Blick auf uns selbst. Wenn wir uns selbst im Spiegel betrachten, was stellen wir fest? Wir stellen das nie fest, weil wir uns nie im Spiegel betrachten. Wir betrachten andere. Wir sind der kleinste Kontinent. Viele Europäer denken, wir wären die Herren der Welt. Wir sind nichts. 5,5 Millionen Quadratkilometer bringt die Europäische Union auf die Waage. Russland, Nachbarstadt, 17,5. Und wir erklären den Russen, wie die Weltgeschicke dann aus russischer Sicht zu gestalten wären. Es wäre gut, wenn wir etwas bescheidener wären. Wirtschaftlich sind wir stark, ja. Heute, je nach Bemessungsgrundlage, stellen wir ein Viertel der globalen Wertschöpfung dar. Wobei man wissen muss, dass 80% der neuen Wertschöpfung außerhalb der Europäischen Union stattfindet. In 15, 20 Jahren sind wir noch 15% wert. In 20 Jahren wird kein einziges Mitglied der Europäischen Union Mitglied der G7-Gruppe sein, weil sie darauf aufmerksam sind. Gemacht haben. Gott sei Dank sind wir die Einzigen, die es wissen möchten. Die anderen haben das noch nicht entdeckt, dass wir uns auf dem absteigenden Ast befinden. Demografisch. Politik, das ist die Schnittmenge zwischen Geografie, davon habe ich geredet, und Demografie. Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Europäer 25% der Menschheit ausgemacht. Heute noch 7%, am Ende dieses Jahrhunderts 4% von 10 Milliarden Menschen. Wer also angesichts dieser unverrückbaren Zukunftszustände denkt, jetzt wäre der Moment gekommen, um wieder den Marsch zurück in den Nationalstaat anzutreten, die irren sich fundamental. Wenn ich nicht Luxemburger wäre, würde ich vor Kleinstaaterei warnen. Weil es geht nur zusammen. Und wenn wir Einfluss in der Welt haben möchten, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus kulturellen Gründen, aus wertefundierten Gründen, müssen wir die Kraft finden, zueinander zu finden, und zwar stärker und schneller zueinander zu finden, als dies momentan der Fall ist. Zukunftsaufgaben, ja. Europa findet in der Zukunft statt. Ich tröste mich nicht mit dem Gedanken, dass durch Herrn Trump, den ich ja kennenlernen durfte, neulich auf Sizilien, er mich aber auch, uns hilft, uns besser zu verstehen. Und Herr Kramer, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, es gibt Trump und es gibt Brexit und dies hat dazu beigetragen, dass viele sich neu überlegt haben, wieso und weshalb wir die Europäische Union, den europäischen
Zusammenschluss brauche. Aus den Gründen, die ich genannt habe und aus vielen anderen Gründen. Wir müssen bei der Zukunftsgestaltung die Dinge wirklich resolut in die Hand nehmen. Wir haben einen digitalen Rückstand auf andere Teile der Welt. Wenn wir den digitalen Binnenmarkt, was die Kommission vorgeschlagen hat, wirklich so sich gestalten lassen, dass er zu unserem unserem Wohlstand beitragen wird, dann wird das fair. 450 Milliarden zusätzlichen Mehrwert für die europäische Wirtschaft ist das Endergebnis der totalen Durchführung dessen, was die Kommission in ihrer Klugheit in Sachen digitalen Binnenmarkt vorgeschlagen hat. 100.000 Arbeitsplätze pro Jahr, das ist doch die Zukunft. Die Zukunft liegt nicht in der Schwerindustrie. Ich bin ein großer Fan der Stahlindustrie. Mein Vater war Stahlarbeiter. Wir müssen uns die europäische Stahlindustrie viel stärker verteidigen, als wir dies zurzeit tun. Aber das ist nicht Zukunftsmusik. Hochöfen produzieren keine Zukunftsmusik. Die Zukunftsmusik ist digital und das müssen wir sehen und wir müssen uns in die Richtung bewegen. Genauso wie wir auch den Investitionsrückstand, den Europa inzwischen erreicht hat, aufheben müssen. Wir sind immer noch unter dem Investitionsniveau, das wir im Vorkrisenjahr 2007 hatten. Deshalb haben wir einen europäischen Investitionsplan auf den Weg geschickt. Juncker Plan hieß das, weil viele dachten, das wird nichts. Und deshalb haben die präidentifizieren wollen, wer eigentlich schuldig an der Katastrophe ist. Jetzt funktioniert das und jetzt heißt das der Europäische Fonds für strategische Investitionen. Es ist aber genau dasselbe. 198 Milliarden haben wir bis heute mobilisieren können. 200.000 Arbeitsplätze innerhalb von 18 Monaten geschaffen. Wir müssen weitermachen mit diesen Investitionsoffensiven. Und auch in diesem Land muss mehr investiert werden. Ich höre, ich komme aus einer Sitzung mit dem Bundesfinanzminister, dass die Baubranche beispielsweise sagt, bitte nicht noch mehr Aufträge, weil wir haben nicht Personal genug. Das halte ich für gehobenen Quatsch. Dann sollen die einstellen. Wenn Arbeit da ist und die Arbeit gemacht werden muss, dann soll man auch diejenigen einstellen, die das bewerkstelligen können. In Europa geht vieles besser, als man denkt. Die Wachstumsraten steigen. Nicht genug, es ist immer noch mieger, wie man im Neudeutsch sagt. Die Arbeitslosigkeit nimmt ab. 232 Millionen Europäer sind in Arbeit. Noch nie hat es in Europa eine derartig hohe Beschäftigungsquote gegeben. Die Arbeitslosigkeit bleibt immer noch skandalös hoch, aber die Dinge bewegen sich. Es wird wieder eingestellt. Menschen kommen wieder in Beschäftigung und wir müssen diesen Prozess begleiten. Genau wie wir auch an dem Europa der Verteidigung weiterarbeiten müssen. Also ich bin aus Luxemburg nun wirklich kein ausgewiesener Währungs- und Militärspezialist. Die luxemburgische Armee begreift 771 Mann, Verteidigungsminister inklusive. Das heißt, Luxemburg hat nie wesentlich zu strategischen Gleichgewichten oder Ungleichgewichten auf dem europäischen Kontinent und im transatlantischen Verhältnis beigetragen. Aber immerhin, wir haben eine Chance. Nicht nur, also nicht Luxemburg, sondern Europa. Ja, du lachst. Ich habe Putin immer wieder gesagt, wieso hat Luxemburg Russland noch nie angegriffen? Er hat das auch nicht verstanden, ich habe es ihm erklärt. Wir haben nicht Raum genug, um die Gefangenen unterzubringen. Deshalb haben wir darauf verzichtet. Es gibt in Europa 175 Waffensysteme. 80% der militärischen Beschaffung findet national statt. Deutsche kaufen Waffen in Deutschland, Franzosen in Frankreich, Briten in dem ehemaligen Großbritannien. Wenn wir vernünftig wären, was Vernunft ist, eine Tugend, die in Europa sehr unterschiedlich verteilt ist. Genau wie der gesunde Menschenverstand, der setzt sich nicht überall gleichmäßig und zu selben Moment durch.
dann würden wir uns darum kümmern. 175 Waffensysteme in Europa, 30 Waffensysteme in den USA. Der US-Haushalt, Verteidigungshaushalt, ist zweimal höher als der europäische. Also müssen wir auch 50% der militärischen Kapazität und Effizienz haben. Wir haben aber nur 15%, weil wir da in klein-klein machen. Also auch das Europa der Verteidigung, ohne dass ich jetzt Europa militarisieren möchte, das ist überhaupt nicht mein Ding. Da müssen wir etwas vernünftiger weiter schreiten. Und weil ich über Verteidigung rede, will ich auch gerne an. Du sagst mir ja, wenn Schluss ist. Ne? Ist schon Schluss. Also der größere Teil kommt erst, nämlich Sozialpolitik, um dir eine Freude zu bereiten. Wir müssen die Dinge so in den Griff kriegen, dass wir auch auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten von Amerika reden können. Ich bin ein Transatlantiker, whatever that means nothing, but it means everything. Aber ich bin dagegen, dass wir uns wie Vasallen der Amerikaner benehmen. Wenn der amerikanische Präsident das für den, in den nächsten Stunden oder Tagen tun, aus dem Pariser Abkommen aussteigt, dann ist es die Pflicht Europas zu sagen, so geht das nicht. Weil das ist. Da geht es nicht nur um die Zukunft der europäischen Menschheit, es geht vor allem um die Zukunft der Menschen anderenorts. 83 Länder laufen Gefahr, von der Erdoberfläche zu verschwinden, wenn wir nicht resolut den Kampf gegen den Klimawandel in die Wege leiten. Und zu beruhigen, sage ich nur, weil niemand das eigentlich sagt. Ich bin ja hier hingekommen, um etwas zu sagen, was niemand weiß. Es geht nicht so. Die Amerikaner können überhaupt nicht aus diesem Klimaabkommen aussteigen. Das denkt Herr Trump, weil er sich den Dossiers nicht nahe genug nähert, um sie vollumfänglich zu begreifen. Es braucht 3-4 Jahre, nachdem dieses Abkommen im November 2016 in Kraft getreten ist, um aus diesem Abkommen auszusteigen. Also diese Vorstellung, ich bin Trump, ich bin Amerikaner, America first, und ich mache mich jetzt von der Bildfläche, das wird nicht stattfinden. Das haben wir versucht, in klaren deutschen Hauptsätzen auch Herrn Trump in Taormina zu vermitteln. Wie es scheint, ist der Versuch nicht gelungen, aber Gesetz ist Gesetz und daran müssen sich einige halten. Nicht alles, was Gesetz ist und nicht alles, was in internationalen Vereinbarungen steht, ist Fake News. Daran ist sich zu halten. Ja, dann möchte ich sagen, dass wir als Kommission sehr daran interessiert sind, die Erasmus-Programme weiterzuführen. Wir haben dieses Jahr 30 Jahre Erasmus gefeiert, Erasmus und Erasmus Plus und Plus X und Y. 9 Millionen junge Europäer haben an diesen Programmen teilgenommen. Viele haben sich auch ineinander verliebt, weil laut inoffiziellen Schätzungen sind aus diesen Beziehungen 1 Million Kinder entstanden. Und ich möchte wirklich der Antreiber der kontinentalen Libido sein. Und deshalb führen wir dieses Programm weiter, auch indem wir die Altersgrenze, ab wann man an diesen Programmen teilnehmen kann, absenken. Ich hätte auch gerne, dass Gymnasiasten in diesem Programm, also die müssen nicht sofort Kinder machen, aber die können es versuchen, aber das ist nicht der Zweck der Übung. Ich hätte gerne, dass mehr Gymnasiasten auch, 15-, 16-, 17-Jährige, an diesen Programmen teilnehmen. Das ist eine verrückte Idee, zu denken, dass nur Superdoktoren an diesen Programmen teilnehmen. Nein, 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 auch viel Jüngere sollen reisen, sollen Europa kennenlernen, sollen sich in Europa verlieben und manchmal auch nicht in sich selbst, aber in den direkten Nachbarn. Das machen wir. Mit aller Gewalt. Wir haben die Haushaltsmittel, Günter Oettinger hat das der Tage vorgestellt, auch für die Erasmus-Programme erhöht. Ich finde, es gibt blödere Ausgaben als die, die im Interesse der europäischen Jugend sind und auch im Interesse der europäischen Integration sind, weil der deutsche
nicht nur der Bayer, der Deutsche, der nach Portugal geht und dort studiert, kriegt über Europa eine andere Sichtweise als derjenige, der nur noch in Bayern oder in Berlin sitzt, lebt und strebt. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir eine europäische Tugend wiederentdecken müssen. Das ist die Tugend der Solidarität. Ich war die letzten Jahre missvergnügt über die Tatsache, dass viele in Europa dachten, das Flüchtlingsproblem ist ein Problem der Deutschen, Italiener und der Griechen. Das ist nicht so. Wenn Flüchtlinge in Griechenland ankommen oder in Deutschland ankommen, dann ist das nicht nur ein deutsches oder griechisches Problem, sondern ein europäisches Problem. Und ich kann die Deutschen, vor allem auch die jungen Deutschen, nur loben für den Einsatz, den sie 2015 unter Beweis gestellt haben, als es um die Aufnahme, die friedliche und freundliche Aufnahme von unglücklichen Menschen aus anderen Teilen der Welt ging. Und dieser Versuch, Flüchtlingsvolumina, ich entschuldige mich für diesen schrecklichen Ausdruck, aufzuteilen auf alle europäischen Länder, der wird ohne Unterbrechung in den nächsten Jahren weitergeführt. Ich hätte auch gerne, dass viele junge Menschen mitmachen bei etwas, das ich von der großen Öffentlichkeit unbemerkt im September 2016 anlässlich der Rede zur Lage der Europäischen Union im Europäischen Parlament vorgeschlagen haben, nämlich die Schaffung eines europäischen Freiwilligendienstes für Jugendliche. 30.000 junge Menschen haben sich inzwischen bereit erklärt, mitzumachen. Und das ist ein Erasmus-Programm, das sich um die Idee der kontinentalen Solidarität herum entwickelt. Und ich wäre froh, wenn möglichst viele mitmachen würden. Steffen, bin ich am Ende meiner Rede angelangt? Du wagst es nicht, weil jetzt komme ich zur Sozialunion. Wir haben vorgeschlagen als Europäische Kommission, das hat nicht allen Arbeitgebern hier in Deutschland gefallen, dass wir die Wirtschafts- und Währungsunion, die Europäische Union als solche, ergänzen müssen durch etwas, was ihr teilweise fehlt, nämlich den sozialen Pfeiler. Ich bin strikt der Auffassung, nicht nur, weil ich 17 Jahre Arbeitsminister war, dass wir die Menschen von Europa nicht begeistern können, wenn wir nur über Euro, Zentralbank, Draghi, Juncker etc. reden. Nein, wir müssen auch das Sozialthema so behandeln, dass die Menschen merken, das ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir die soziale Säule Europas vorgeschlagen. Das befindet sich jetzt auf dem Weg. Herr Kramer, da können Sie sich so oft querlegen, wie Sie möchten, dass Sie werden da plattgewalzt. Es ist auch immer, also du glaubst das ja, du warst immer gegen die Arbeitnehmerschaft, das weiß ich. Aber wenn Europa die Zustimmung der Arbeitnehmerschaft nicht mehr hat, dann kann Europa einpacken. Es geht um die Menschen, auch um die Menschen in Arbeit. Nicht nur Arbeitnehmer arbeiten, auch Mittelständler arbeiten im Übrigen. Der deutsche Mittelstand sollte sich nicht allzu sehr ereifern über die Abschaffung des Meisterbriefes, weil das war in der Dienstrichtlinie überhaupt nicht vorgesehen. Da haben sie also Pressemitteilungen gemacht, die Tinder hätten sie sparen können, weil das war überhaupt nicht vorgesehen, weil ich lege großen Wert auf die Qualität der dualen Ausbildung in Deutschland und auch auf den Meisterbrief. Ich zeige es auch nur, weil es diese Regel auch in Luxemburg gibt. Das ist ein Argument, um die Deutschen in dieser Frage massiv zu unterstützen. Also, was ich sagen wollte, ist, bleibt Europa treu.